Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Arma 3 Altes Life. Es gab es jetzt schon länger nicht mehr, weil wir eigentlich hauptsächlich nur Real Life gemacht haben. Aber da heute Weihnachten ist, also frohe Weihnachten Leute, habe ich mir gedacht, ja, dann machen wir doch jetzt schon Altes Life. Hatte ich eigentlich erst mit Beginn des neuen Jahres vor, wieder zu machen. Denn ich hatte mir eigentlich jetzt für heute überlegt, Real Life auf der Tirsk Map, also auf dieser Schneemap zu machen. Nur leider funktioniert das gerade irgendwie nicht mit Real Life. Also der Launcher ist nicht funktionsfähig und ja, wenn man drauf kommt, beziehungsweise wenn man versucht so rauf zu joinen, klappt das nicht so ganz. Deshalb habe ich mir gedacht, zeige ich euch mal den neuen Altes Live-Server, auf dem ich jetzt spiele. Ist ein sehr, sehr schöner Server, also muss ich wirklich sagen, hat auch sehr viele Fahrmöglichkeiten. Und ich habe mir jetzt erstmal überlegt, ich werde jetzt mal Heroin machen. Was ich auch eine sehr coole Sache finde, das Temp ist leider das einzigste Teil, was ich habe zum Farmen. Man kann seine Fahrzeuge versichern. Das ist sehr, sehr wichtig. Das werde ich jetzt machen. Ah, ich sollte vielleicht aber vorher das Fahrzeug rausholen. Abrufen. So, und dann versichern wir den. Das kostet zwar 48.000, aber für den Fall, dass es zerstört wird, ist es direkt in der Garage. Wie ihr seht, ich habe nur 355.000, also das ist wirklich nicht viel. Deshalb muss ich dringend mal wieder farmen gehen. Hier auf dem Server bin ich bei, also habe ich vor, ja, einer Woche oder so circa bei der ASF angefangen. Das ist eine alte, das ist die alte Security Force. Ist halt Security, wie es schon im Namen ist. Die war auf der zivilen Seite, hat aber trotzdem Polizei unterstützt. Die ist jetzt seit ein paar Tagen nicht mehr als ASF da, sondern ist nun das SWAT und nun bei der Polizei. Bin ich auch gewitelistet, habe auch schon ein paar Einsätze gehabt. Das werdet ihr dann wahrscheinlich auch dann verstärkt hier bei dem Altes Live LP sehen. Ich werde zwar ab und zu mal auch als Zivi unterwegs sein, aber hier auf dem Server kann es sein, dass ich hauptsächlich dann als SWAT unterwegs bin. Zum SWAT, also das ist halt quasi eine schnelle Eingreifstruppe, die für Banküberfälle und für, ja, Drogengeschäfte quasi da ist, beziehungsweise für den Drogenhandel, dass wir quasi da die Leute festnehmen oder ja, wenn irgendwie sonst eine große Schießerei ist oder so, werden wir dann gerufen. Also wir übernehmen jetzt nicht den Dienst der Polizei. Außer die Polizei ruft uns, dass wir denen helfen sollen. Ansonsten halten wir uns aus der Geschichte komplett raus. Wir nehmen keinen einfach fest oder kontrollieren jemanden. Das machen wir nicht. Das machen wir nur, wenn, wie heißt es, wenn kein oder kaum Cops online sind und einfach viel zu viele Zivis für den einen oder zwei Cops da sind, dann sollen wir das so machen, dass wir auch, ja, den Job quasi der Polizei mitmachen. Weil der Server hier, der ist doch sehr gut besucht. Also am Wochenende waren es, glaube ich, so 75 Leute, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Da war ich leider nie da. Aber auch die letzten Tage, was ich so gesehen habe, war sehr, sehr viel los. Entschuldigung. Und ja, finde ich auf jeden Fall geil, dass der Server so gut läuft hier. Und ja, jetzt mache ich mich mal auf den Weg, wie gesagt, zum LSD-Verarbeiter. Wenn ihr Shift und paar Tasten, also ein paar Zahlen drückt, könnt ihr wieder so Bewegungen machen wie Taekwondo, Kniebeugen und so. Ob das allerdings auch im Fahrzeug möglich ist, da drauf zu kommen, beziehungsweise dass das dann einblendet, weiß ich auch nicht. Aber ist ja egal. Wenn ihr euch ergeben wollt, müsst ihr, glaube ich, Shift-V drücken, dann nehmt ihr die Hände über den Kopf. Generell, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Bußgeldkatalog. Hier seht ihr auch den Bußgeldkatalog, was so auf euch zukommt. Wenn ihr irgendwas anstellt, also könnt ihr euch ja dann durchlesen, wenn ihr auf dem Server jemand spielen solltet, damit ihr wisst, auf was ihr euch einlässt, wenn ihr denn
Mist baut. da sind manche Strafen dann doch ganz schön happig. Auch hier auf dem Server gibt es auch wieder ADAC und Manic und die sind auch wirklich viel unterwegs, muss man sagen. Hier lohnt sich es auch als ADAC und als Medic, glaube ich, zu spielen. Zumal die auch nicht gerade wenig pro. Ich weiß gar nicht, wie viel die immer kriegen. Ich habe so gehört 30.000, aber weiß ich nicht. Also pro Geldcheck quasi. Und beim ADAC ist es so, ich weiß nicht, ich glaube, hier steht es jetzt, glaube ich, nirgends vorbei. Reparatur kostet beim ADAC $900. Allerdings, die Anfahrt, die ist teuer. Und zwar pro Kilometer $2.000. Finde ich ein bisschen übertrieben. Also mit den $2.000, aber gut. Hat sich wohl einer gedacht, ja, gut, das können die ja bezahlen. Ich finde es teilweise ein bisschen übertrieben, aber gut. Mir soll es ja egal sein. Und man kann auch das Auto abschleppen. Also der ADAC kann das abschleppen. Wenn das dann eingelöst werden muss beim ADAC HQ, kostet das, glaube ich, 17.500. Also das ist auch nicht gerade wenig. Wenn ihr jetzt nur einen Offroader habt, lohnt es eigentlich nicht, den einzulösen. Dann könnt ihr euch direkt auch einen neuen Offroader kaufen. Allerdings bei einem Tempest oder bei einem Hemd oder so würde ich das schon machen, weil der kostet ja zum einen bei weitem mehr. Zwar ist dann die Auslöse auch etwas höher, ich glaube 100.000 oder so, keine Ahnung. Genau weiß ich die Preise allerdings auch nicht. Ich bin ja auch nicht beim ADAC. Aber gut, muss man halt mit leben. Dann sollte man halt weniger Unfälle bauen. Beziehungsweise die Unfälle auf ein Minimum reduzieren. So, jetzt sind wir auch dann schon angekommen. Markiere ich mir gerade mal die Heroinverarbeitung. Das können wir, glaube ich, wegmachen. Sind jetzt auch gerade nur 4 Leute überhaupt auf dem Server. Ist auch ziemlich früh gerade am Morgen. Und es fängt an zu regnen. Mein Inventar ist voll. Ah, okay. Ich hatte vorhin schon mal angefangen, Heroin zu farmen. Als ich dann gemerkt habe, Mist. Server Restart. Anscheinend tut er sogar im Z-Inventar die illegalen Sachen speichern. Habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Also ich kenne es nur, dass die legalen Sachen wie Spitzhacken, Wasser, Essen und so, dass das gespeichert wird. Dass sogar Drogen gespeichert werden, wusste ich jetzt vorher auch noch nicht. Finde ich aber cool. Dann, wenn Server Restart ist, dann ist man nicht ganz so angeschissen. Ist bestimmt auch für einen Banküberfall nicht gerade schlecht, wenn man es nicht schafft mehr bis zum Haus von der Zeit her. Man hat ein paar Goldbarren zumindest im Rucksack, dann hat man wenigstens die gespeichert. Das ist echt keine schlechte Sache. Und soweit ich auch gehört habe, muss man, um hier die Bank zu überfallen, 8 Cops online haben. Ist aber eigentlich nicht unbedingt schwer, also bei der Anzahl an Zivis, die hier oft sind, kann dann schon mal gut vorkommen, dass 8 Cops online sind. Ist zwar auch nicht immer so, aber die Chancen stehen definitiv nicht schlecht. Und dann, wenn ihr das machen werdet, wird das Wort, also ich auch, quasi versuchen, das zu verhindern. Und es sind auch einige Leute von denen, die auf dem anderen Server schon gesehen habt. Also der Klassik, der Joe Hart, der Rainer Zufall, der Dennis. Ich weiß gar nicht, wer ist sonst noch da. Ich glaube, das war es erstmal vom alten Server. Kommen aber vielleicht noch ein paar nach. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, die sind auch alle hier. Und ja. Ist auf jeden Fall cool, dass wir quasi weiterhin Truppe sind. Mit dem Classic und dem Joe Hart bin ich auch zusammen halt beim SWAT. Wir sind da auch eine Einkaufstruppe, also es sollte jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so beschlossen wurde, aber es soll so sein, dass jeweils ein Trupp mit 3 Mann immer ist und
Da wir uns ja wirklich schon länger kennen und auch gut eingespielt sind, ist das natürlich nicht verkehrt, wenn wir drei dann quasi eine Eingreifstruppe sind. Und ja, fände ich auf jeden Fall richtig geil. Klar, man könnte, hätte es auch so machen können, dass die komplette Squad dann in einem Channel ist und einen Eingreifstrupp. Wenn allerdings so 19 Leute dann da sind, ist es ein bisschen laut dann im TS, beziehungsweise auch ein bisschen unkoordiniert dann. Deshalb finde ich das eigentlich eine ziemlich gute Idee, dann so kleine, ja, Eingreifstrupps zu machen. Ja, in Tempest haben wir jetzt auch schon fast voll, also das geht eigentlich relativ flott jetzt. Mit dem schönen Schlafmond. Aber ist jetzt quasi erstmal auch nur eine Vorstellung. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt die Tour komplett zu Ende mache. Beziehungsweise ich werde es jetzt zwar zu Ende machen, aber ich weiß noch nicht, ja, wie weit ihr alles sehen werdet. Ich sag mal, dadurch, dass jetzt gerade nicht unbedingt viel los ist, weiß ich nicht, ob ich das euch die ganze Zeit jetzt zeigen sollte mit dem Farm. Also das Farm kennt ihr ja schon vom Anfang von Altes Life und kennt ihr ja auch aus Real Life. Von daher denke ich mal, ist es dann vielleicht ein bisschen zu langweilig dann für euch. Ich werde aber auf jeden Fall euch noch demnächst dann die ASF-Base zeigen. Ich weiß nicht, wie lange es die noch als ASF-Base gibt. Es war ja die alte Security Force, die jetzt SWAT ist. Ich weiß nicht, ob die ASF-Base verschwindet oder ob sie dann zur SWAT-Base wird. Das kann ich euch jetzt leider auch nicht sagen. Bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall, hier habt ihr auch eine Überwas-, also Überwasser-Bypass. Man hätte es auch einfach als Brücke hinschreiben können, aber naja, ist ja auch egal. Die auch sehr, wirklich sehr gut gelungen ist, muss ich sagen. Da habe ich auf anderen Servern schon gesehen, die haben die Brücke bei weitem schlechter gemacht. Also bei manchen Servern sieht das ganz schön hässlich aus. Hier kann man es wirklich, ja, sieht es wirklich nett aus. Ja, was kann man sonst noch so Schönes? Also, Froschsumpf gibt es hier. Und Meth gibt es auch. Meth gab es, glaube ich, auch auf dem alten Server. Hier gibt es auch noch einen Schwarzmarkt. Und die Urantrennung ist nicht ganz so kompliziert wie auf dem früheren Server. Ich glaube, hier sind es dann nur 4 Schritte oder so. Beim alten waren es irgendwie 6, 7 Schritte. Aber na gut. Ja. Und ich hoffe, der LKW ist jetzt gleich mal voll. Ich möchte doch langsam mal ein bisschen Knete machen. Hero-Preis ist momentan, wo ist er denn, wo ist er denn? Bei 5200, also da sollte ich doch gut Knete machen eigentlich. Hoffe ich zumindest. So, ich denke mal, eine Ladung wird noch reinpassen. Dann haben wir 100 im LKW. Und dann noch das, was wir dann dabei haben. Also wenn wir Glück haben, haben wir so 400.000, 500.000 raus oder sogar mehr. Ja, ich denke mal, wird sogar vielleicht sogar noch mehr sein. Aber mal schauen. Knete brauche ich definitiv hier. Weil die Cops haben auch kein Safe Gear hier, wie es auf unserem früheren Server war. Das heißt, jedes Mal, wenn ich sterbe, muss ich mir meine komplette Ausrüstung neu kaufen. Ist natürlich einerseits blöd, weil man muss sich wirklich alles dann neu kaufen. Wäre natürlich gut, wenn nur wenigstens nur die Waffe verschwinden würde und ja, der Anzug, die Granate, also der Anzug, Repair-Kits, Magazine, Nachtsichtgerät und so, wenn das wenigstens gespeichert wird. Aber naja, man kann ja auch nicht alles haben. Allerdings finde ich es auch einerseits gut, denn dann sehen die Rebellen auch, ja, die Polizei, die ist nicht bevormundet, weil die Safe Gear haben und darum gehen die eher in den Kampf oder so. Wir verlieren auch Geld und nicht gerade wenig teilweise, je nachdem, was man sich denn für eine Ausrüstung geholt hat. Von daher ist das dann doch gerecht und nachvollziehbar, wenn dann die Polizei auch etwas also nicht so ungestüm dran geht. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden.
verabschiede ich mich hier. Wünsche euch ein frohes Fest. Wenn ihr das Weihnachtsfest feiert. Bei mir wird es dann im Rahmen der Familie sein. Also kann sein, dass ihr dann die nächsten zwei Tage wahrscheinlich nicht unbedingt was von mir sehen werdet. Aber gut. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein schönes Fest und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute.